zu Recht ist die Anlage abgerissen. Passt. Den Rest lassen wir erstmal noch da. Das ist Glas. Wie gesagt, das ist halt der Witz. Ich brauche kein Glas. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das gerade irgendwie hinschmeißen soll. Brauche hier irgendwas Glas? Nee, ne? Keins dieser Gebäude? Auch in irgendeiner Weise Glas. Ja, das hier. Wow, toll. Solar braucht Glas. Warum auch, ne? Die Storage-Tanks brauchen Glas. Ja, ich könnte eine Trillion Storage-Tanks bauen. Jetzt muss ich das morgen für 220 Personen machen mit noch einem Kollegen. Okay. Das ist ordentliche Portion. Weil für 20 Leute hat es jetzt doch nicht ansatzweise gereicht, oder? Weil die Auflaufform war jetzt ja auch nicht so gigantisch. Oh, schaut mal. Ich will noch die Forschung ein bisschen pimpen. Nice. Rein damit. Geil. Geil, geil, geil. So. Also, das kommt mal da noch mit rein wieder. Da haben wir nichts mehr. Okay, jetzt können wir uns mal belegen. Wie viele Drohnen haben wir? Uns fehlt ja immer noch das da. Und der Kram hier. Na, dann nehmen wir es doch nochmal mit raus. Draht. Draht ist da. Ist da gerade was leer gewesen? Oh, meine Fresse. Wie lang arbeitet der schon nicht? Ich hoffe, das ist keine Blaupausenfehler, weil dann haben wir noch irgendwo Dreieranlagen, weil dann müsste das ja überall sein in der Dreieranlage. Hier arbeitet nicht, weil sie voll ist. Okay, das ist in Ordnung. Volle Anlagen begrüße ich. Die Anlage arbeitet auch nicht, weil sie nichts hat zum Arbeiten. Doch, sie hat was. Ach, guck mal hier, da. Scheiße, das ist ein Blaupausenfehler. Oh, nee. Ernsthaft? Ich meine, wir haben nicht viele Dreieranlagen, aber jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist sie eine Dreieranlage. Nee. Hier mangelt es halt auch massiv an Ressourcen. Gut, klar. Silicon ist logisch. Und hier ist es halt mit dem Organic Crystal. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das gepimpt kriegen. Aber das ist jetzt alles nicht wichtig. Nee, dann nur ein kleines Stück. Ja, dachte ich mir schon. Sieben Stück. Und das gebacken, die Motoren hier irgendwo noch herzukriegen. Die Dinger hier. Einen. Drei. Wow. Also, gerade die Drohne raus, ne? So. Das heißt, morgen früh Expressbestellung machen, damit wir alle haben und dann halt mehrere Bleche machen. Okay. So, wir haben so viele Raketen. Wir bereiten uns jetzt auf einen Angriff vor und wir bereiten uns darauf auch vor, dort gleich ein paar Sachen zu bauen. Wir müssen nur kurz überlegen, was brauchen wir alles. Das brauchen wir definitiv nicht. Ebenso wie wir das da hier nicht brauchen. So, Transportschiffe haben wir 13 Stück. Das ist schon mal in Ordnung. Mehr werden wir da drüben, glaube ich, erstmal nicht brauchen. Davon haben wir 8 Stück. Das heißt, wir brauchen auch ein paar Drohnen. Aber ich glaube, Logistik brauchen wir erstmal nicht. Das hier haben wir 36. Wir haben das, um Strom zu machen. Aber ich glaube, das macht Sinn, da noch ein, zwei mehr zu bauen auf dem Lava-Planet. Kupferstahl und dieses komische Zeug. Okay. Ja, da mal ein bisschen. Ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Stahl. So, ich bin raus. Wir müssen die Küche noch schrubben. Bis dann und den Rest noch einen schönen Abend. Luca, Dankeschön fürs dabei sein. Schlafe gut, bis zum nächsten Mal und
Danke für deinen Support. Bye, bye. So, bauen wir mal zwei... Machen wir drei. Wie viele Raketentürme haben wir? Drei. Definitiv zu wenig. Die Impulskanone hätte ich auch gerne mal getestet. Was ist denn für eine Range of Ground Defense? 12 bis 58. Ja, sorry, aber... Einfach viel rei... Also, Raketentürme sind einfach größer alles. Ah, Motoren braucht der. Und ich habe keine Motoren. Da, ich klaue mir jetzt einfach alle. Und das hier ist doch ein Laser-Turret. Wie viel Strom verbraucht der? Der verbraucht 3 Megawatt. Weil zum Angriff wäre es ja eigentlich auch gar nicht schlecht, weil die haben eine Rage von 40 immerhin. Wenn da so einer steht, wir erzeugen ja eh Strom. Von dem her... Und wir bauen mal zwei. Und dann noch mehr. Wir haben... Battle-Analyse haben wir dabei, ne? Wo ist denn unsere Battle-Analyse-Station? Ach, steht die noch auf einem anderen Planeten? Oh, ich hätte noch meine. Scheiß drauf. Horuga hat gerade für 50 Monate abonniert. Dankeschön, Horuga. Vielen, vielen Dank für 50 verrückte Monate mittlerweile. Danke für deinen krassen langen Support. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich weiterhin viel Spaß ohne Werbung und mit den Emotes. Natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Ah, ich weiß, was ich mache. Nein, nicht alle, aber... Doch, warte mal, wir schmeißen mal alle rein und dann holen wir uns mal ein paar wieder raus. So, zum Angriff an sich. Dann haben wir auch ein bisschen Reserve. Ich weiß gar nicht, warum, für was das ist. Das rutscht wahrscheinlich automatisch von da nach da unten runter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir sollten davon was mitnehmen, ja. Ich will nicht auf dem Scheiß da rumfliegen. Da habe ich gar keine Lust zu. Oh, was ist hier los? Ah, es bewegt sich nicht mehr. Oh, mein ganzes System bewegt sich nicht mehr. Ach du Scheiße. War voll? Ja, ist alles voll. Hey, sonst tut's keiner mehr ab. Schweinerei. Schlecht, die Anlage hier muss aus. Beziehungsweise muss das hier so rein. Es bewegt sich halt auch gar nichts mehr hier, ne? Oh, fuck, wie meint das jetzt? Das ist schlecht, das ist absolut schlecht. Ich meine, klar, wir könnten natürlich jetzt hier erstmal einen Input reinlassen. Zum Lagern. Den Notfall-Input. Man merkt ja auch gar nichts, ne? Also... Das Ausgleichssystem hier funktioniert ja super. So, einfach nochmal den hier drauf. Dann haut's voll. So. Liegt aber auch daran, dass hier auch voll ist, ne? Krass. Also Flüssigkeiten ausbalancieren ist echt nicht einfach. Meiner Meinung nach. Ich meine aber, wenn wir zu viel Öl haben, haben wir ja noch Potenzial, dass hier... Ah, hier mangelt es an Kunststoff. Warum läuft Kunststoff nicht? Weil es hier an Ding mangelt, an dem Carbon-Gedöns. Logisch. Das ist halt echt tricky. Die Anlage kann nichts mehr herstellen, weil es voll ist. So, aber jetzt springt es ja quasi wieder an. Jetzt springt dann auch der Verbrauch wieder an. Und dann verbrauchen wir auch wieder mehr Öl, etc., etc. Das ist alles so ein Rattenschwanz. Und das hier produziert... Ah, das braucht auch Carbon. Die Säure ist voll. Ah, obwohl wir überall was produzieren, ne? Okay. Kann auch sein, dass es jetzt einfach nur kurz braucht und gleich anläuft. Weil wir das jetzt hier halt eingeleitet haben. Weil jetzt ist ja auch der Verbrauch dann wieder überall gegeben. Dementsprechend. So, das läuft auch wieder. Unser gutes Fracking wird gerne
das da mal reinpacken. So, wir speichern definitiv wieder, weil man weiß nie, ob der Angriff in die Hose geht. So, wir haben bessere Munition. Wir haben Fließbänder, wir haben die Battle Station, wir haben Kampfschiffe, wir haben Drohnen, wir haben mehr Raketentürme, wir haben sogar Laser mit dabei. Wir können Logistik machen, wir haben Strommasten, wir können Strom erzeugen, massenhaft davon. Wir haben Mining Machines. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Hoffe ich. So. Das da war's, ne? Glaube ich. Auf los geht's los. Ab wieder Richtung Sonne, ne? Ah. So, einmal da anpeilen. Und Speed. Was war nochmal? Ah. Ach, SS ist Break. Okay. Da fliegt ein Dark-Fork-Kommunikator. Ich frage mich, was passiert, wenn ich das hinfliege. Aus Neugier. Nur mal aus Neugier. Ich meine, wir haben ja ein paar Schiffchen dabei. Oder ist das so weit weg? Arrive in 2 Stunden. Moment. What? Ah, nee, nee, nee. 2 Stunden habe ich keinen Bock. Oder ich habe mich gerade verklickt. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch was anderes, was sie da gerade gesehen haben. Ah, war was anderes. Egal. Drauf. Finn, haben wir noch unsere Sachen da gelassen oder haben wir abgerissen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine Base weniger. Auf der Seite hier können wir landen. Racheng. So, die haben alle 13%. Ja, okay. Suchen wir uns noch mal ein Gegnerchen. Da ist einer. So, erstmal ein Traum. Also das hier ist, wie gesagt, ein Traum. Hier tu mal. Oh, guck mal, geht sogar noch mehr. 120%. Okay. Das heißt, wir kriegen hier schon mal eine Generation von... Was schafft der? 5 Megawatt. Boah. Wie ist das, wenn ich jetzt hier nebendran einbaue? Das geht nicht. 100. Ja, ich glaube so 100. Die 130 schaffen wir wohl nicht. So. Aber wir haben ein bisschen was. So, Frage, wie ist die Reichweite der Battle Station? Die ist so. Also wenn wir die hier hinsetzen, haben wir schon mal zumindest die Möglichkeit, dass das Zeug was einsammelt. Wir haben was vergessen. Vielleicht kann ich es diesmal bauen. Ich Vollpfosten den Signalturm. Nein! Schon wieder diese scheiß Dinger hier. Ah, oh, ich bin zu doof. Weil die erhöhen die Reichweite. Naja. Naja. Wir sortieren mal kurz. Wo ist denn mein Raketentürm? Erstmal Laser. Wir setzen einen Laser hier hin, dass wir überhaupt Verteidigung haben. Und da die eh gleich kommen, wenn ich da angreife. So. Ja, okay, meine Dinger haben auch schon Bock zu kämpfen, okay. Aktivieren wir die heilige Nova. Ah, ist zu weit weg oder was? Oh. Zu weit weg. Habe ich umsonst aktiviert die Nova? Hm. Wir haben ja potenziell noch ein bisschen Munition. Aktiviert sich ja gleich die heilige Nova. Und Nova, hau rein. Jawoll, da haut die Nova rein. Die Supernova. Nova, einfach genial.
Endlich versteht er es. So. Zumachen des Loch. Not enough soil. Not enough soil pill. Wie viel brauche ich denn? ETF? Ich right under my nose. Land on a planet that is 800 Meter or close to Dark Fog Hive. So nah. Ach, ich krieg doch sonst immer Soll raus. Wieso passt das nicht? To be consumed, Sollpilz. 99.000. Ach du Scheiße. Das krieg ich immer Soll raus, wenn ich das Scheißding begrabe. Ach, ganz ehrlich. Dann setze ich halt so ein Scheißding drauf. Mir auch wurscht. Kommt da mehr raus? Oh, da kommt deutlich mehr raus. Guck mal, wie viel Prozent da rauskommt. Holla die Waldfee. 15 Megawatt. Gut, also wir sind natürlich schon bei 32 Megawatt. Haben natürlich jetzt hier keine Erze zum Abbauen. Das ist aber nicht tragisch. Außer Kupfer, aber Kupfer interessiert mich erstmal nicht. So. Na, guck mal, Stonebrick, Magneten, ein bisschen Kupfer haben wir bekommen. Ja, schön. Silikon. Da, das ist das, was uns interessiert. Das war klar. Also ich weiß nicht, es gibt keinen intelligenteren Weg, irgendwie Strommasten zu setzen, ne? So, lass mich raten, meine Drohnen sind alle schon tot, ne? Ja, die Ground Units sind einfach scheiße. Und die gehen echt nur auf Space, das ist echt schade. Ich habe eigentlich gehofft, aber naja, was soll's. So. Ich glaube, so ist es einfacher. Gibt es eine schnellere Möglichkeit, Raketen da reinzukriegen? Ich weiß es nicht. Oder kann ich hier was reinsetzen und er verteilt? Oh, muss ich mal gleich mal testen. Bei dem kannst du dich auch aufladen. Dackel, Dackel! Hi, nimm doch die anderen Strommasten. Ach so, du meinst... Ja, können wir auch einbauen, so ist nicht. Per Fließband. Ja, aber, hey, nur weil das ist doch viel zu umständlich. Ich kann jetzt hier nicht erst Fließbänder setzen. Also, das ist doch viel langsamer. Man kann ich nicht einfach hier Raketen reinpacken und der verteilt die? Das hätte doch auch mal was. So, mal kurz Power. Ching. Schade, funktioniert nicht. Weil jedes Mal macht er das scheiß Inventar zu. Katsching. Mit den Signaltürmen und dieser Luftabwehrraketen kannst du um den ganzen Planet ballern. Mit diesen Luftabwehr... Ja, leider habe ich nichts da, um Crystal Silicon zu machen. Das ist so ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich werde aber gleich Silikon abbauen können. Dann baue ich die provisorische Schmelze und dann mache ich das. Weil ich weiß gar nicht, ist das klug, um den halben Planeten rumzuballern? So, ach guck mal. Man hofft auch, dass da irgendwie was mitkommt, aber leider nicht. Hier, Silicon Wains, da haben wir sie. Das ist der Hauptgrund, warum wir überhaupt hier sind. Gehen wir ein bisschen so rüber. So. Ja, es funktioniert super.
machen die automatisch. So, einmal so rum. Das kann dann dahin. Müssen wir gleich gucken. Es kann sein, dass wir eine Reihe von Fließbändern irgendwie upgraden müssen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich Schmelzen dabei? Ach, Gott sei Dank. Ich brauche ja nicht viel. Wie gesagt, das ist jetzt nur provisorisch. Also keine Panik, ne? Hier gleich meckern und sagen, was machst du da für Blödsinn? Ich weiß. Das ist nur provisorisch. So. Nur den Signalturm mit dem Stromnetz verbinden, an den die Raketentürme dranhängen. Sobald die Gegner in Reichweite von dem Signalturm ist, gibt es Spaß mit Raketen. Okay. Dann bereiten wir das doch mal vor. Weil wir brauchen... Ich setze trotzdem mal die Battle Station hier hin. Wer weiß. Weiß jetzt da nicht, was für eine Reichweite der Signaltower da hat. Wie viel brauche ich von den Dingern? 6. Oh Gott. Too close. Ach, leck mich doch. Dann halt so. Ich brauche doch nur 6 Stück. 3. Ja. 5. 6. So. Und der Signalturm verteilt auch. Stellst du doch von Hand her. Aber wollt ihr mich verarschen? Can't make with Replicator. Also wenn ihr schon klug scheißt, dann klug scheißt besser. Wenn ihr jetzt schon da rummacht, da könnte ich mich so drüber aufregen. Da kann ich zum Elotrix werden schon fast. Ah. Ich weiß nicht, also manchmal frage ich mich wirklich, ob ich so langweilig ist. Verteilt der auch die Raketentürme? Die Raketenmunition. Oh, da hat er Reichweite. Ja, click the build, so. Okay. You've built a signal tower. Na. Dem kann ich kein Ding geben. Nein. Okay, jetzt mache ich hier Nova. Also jetzt mache ich das. Weil jetzt lohnt sich das auch. Fuck. Man sieht es auch so toll, wie die hier einen Ausgang haben, ne? Ach Mann. So. Ich hätte gerne eine Kiste. Quatsch, ich hätte gerne ein davon. So. Speichern. Ah, nicht laden. Oh Gottes Willen. So, ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Ob hier überhaupt was passiert. Sie zum ersten Netz bringen, dann könnten deine Schmelzen produzieren. Ja, das ist eine gute Idee. Muss ich da noch was umstellen? Power Grid Information, Realtime. Also das ist doch halber Planet. Merkt davon jetzt aber nichts. Signal musst du aufstellen, wie vorher die Raketentürme. Ach, warte, ich muss den Signalturm nicht bei den Raketenturm hinstellen, sondern ich muss den Signalturm bei den Gegnern hinstellen. Also die Raketentürme, der Turm muss mit seinem Radius den Feind rangieren. Ach so. Jo. Okay, lass mich nur ganz kurz das Erz anschließen. Wie wir es gerade gesagt haben.
Okay, hab's verstanden. Ich muss nur hier. Da, einmal kurz bitte Logistik. So, ich hätte gerne nichts, würde gerne aber Remote, Lokal, Lokal, Lokal Demand. Ne, Lokal Supply. Passt. Einmal rein mit dir. Da noch ein bisschen Strom drauf. Und muss halt das selbst Stromnetz sein, damit das Signal an die. Ach, okay. Gut, okay, ich habe nur ein Stromnetz von dem her. So. Rein damit. Habe ich jetzt schon wieder zu viel getrennt? Oh, echt jetzt? Ach, der. Der Mast hier. Ja, okay, Entschuldigung. Jetzt bin ich verwirrt. Oh. Ja, okay, sorry. Man ist es gewohnt, von der Base immer aufzudrehen. Aber kann ich hier noch ein paar Lava-Dinger bauen? So, eingelagert wird es ja schon. Perfekt. Da geht auch schon der erste los. Den müssten wir jetzt doch eigentlich sogar schon sehen, oder? Da müsste jetzt von ganz weit weg irgendwo was kommen. Eieiei. Ich hoffe, der wird nicht abgeschossen. So, und weil es sich ja hier staut, wie man sieht. Einmal den hier. Vielleicht noch den da auch, ich weiß gerade nicht. Und vielleicht den da noch. Je nachdem. So. Okay. Wo ist mein Strom? Da. 78%. Willst du mich verarschen? Ah, 119 schon besser. Ja, komm, dann machen wir halt die 75. Alles gut. So, 52 Megawatt. Jetzt passt das auch. Okay, dann. Das heißt, warte mal, wenn wir jetzt eh gleich welche ausradieren, dann können wir gleich davon noch mehr bauen. Kann es sein, dass die Dinger hier eigentlich eine größere Reichweite haben? Coverage 6 Meter, Coverage 10 Meter, Connection Länge 22, 45. Also eigentlich sind die hier auch so gesehen besser für die Distanz, ne? Das sind ja quasi wie große Strommasten. Habe ich irgendwie nie so richtig gepeilt. So, wie viel Potenzial haben wir hier an Silicon? 500. Oh, das ist das einzigste Erzfeld. Ich fühle mich leicht verarscht von dieser Karte. Das ist schon heftig. So wenig. Kleiner Tipp, der Signaltower lädt auch dein Mech auf. Oh, cool. Okay. So, wir gehen mal in die Richtung. Ich hätte gern Lasertürmchen hier, um mich zu verteidigen. Warte mal. Das können wir machen. Wir haben ja gleich einen Thread. Mal aufpassen hier. Wäre generell nicht verkehrt, die Lasertürme. Weil wenn sie natürlich hier angreifen, ist doof, ne? Wir nehmen mal einen Laserturm mit. Den hier schicken wir mal kurz zur Sicherheit hier hin. Man könnte auch einfach einen Signalturm setzen. Ja, man könnte auch einfach einen Signalturm setzen, wenn sie dann von da irgendwo kommen. Ne? So. Strom haben wir ja noch, ne? Ja. Mal 91. Welcher ist das? Das ist sogar der da hier. Okay. So, einmal das hier und dann... Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich jetzt veräppelt. Ich habe doch gerade einen gebaut. Ah, hä? Ich habe einen gebaut, einen hatte ich im Inventar. Keine Ahnung. Du Vollpfosten! Oh, Gottes Willen. Hier kracht's rein. Lol.
Okay, brauche ein bisschen, bis sie da sind, aber die Raketen, aber okay. Guck mal, die ballern da auf mich. Der kann auch Supernova. Komm, zeig mir die Supernova. Lol. Der ist auch nett. So, ich glaube, der hier wollte angreifen, ne? Core destroyed. Ups. Lol. Ja, jetzt muss er in Reichweite sein, ne? Hihi. Schon super awesome, wie hier die Raketen reindonnern. So, das ist der nächste down. Gleich mal Strom machen. Nein, noch nicht. Ach, da ist noch was. So, jetzt aber Strom machen. Gleich mal anschließen. Passt alles, auch hier drüben. Ne? Nicht, dass uns der Saft auf einmal ausgeht. Oh, da hat jemand Reichweite. Dark Fox Forms Assault. Wo? Wo denn? Ich sehe das nicht. Ist das hier? Welcher ist das? Da haben sie angegriffen. Zum Glück habe ich einen Signalturm hier gehabt. Sehr gut. Da die Frage, wie viel Munition haben wir noch, ne? Ich würde ungern jetzt den Turm hier wegziehen. Warte mal. Wir bauen einfach noch einen. Haben wir noch so Reichweiten-Dinger? Ne, haben wir nicht. Okay. So. Schon witzig mit dem Signalturm. Man muss halt nichts mehr aufstellen. Jetzt macht auch der Spruch Sinn mit hier, versorgst du doch mit Fließband. Das macht jetzt Sinn. So, haben wir noch einen? Ups, okay. Geht natürlich auch. Dark Fork Launch is Assault. 8 Unit coming. Von wo? Das ist so... Ach, von da. Die gehen. Kommen hierher. Okay. Ich flieg mal kurz zurück. Das ist ja hier safe, denke ich. Den nehme ich mal mit. Jetzt schauen. Nicht, dass wir hier Munitionsprobleme kriegen. Oh, ja, okay. Alles easy. Da hinten schon wieder. Und wenn du die Raketen auch noch importierst von deinem Hauptplaneten, hast du nie wiederholen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Raketen sind momentan nicht eingestellt. Deswegen, ich müsste erst zurückfliegen, um das einzustellen. Oh, zufällig abgefangen. So, let's go. Ja, genau das wollte ich machen. Wo ist mein Laserturm? Ich wollte eigentlich den Laserturm da hinstellen. Müssen wir jetzt mal warten, bis jetzt hier der ganze Kram hier weg ist.
Der Vorteil vom Laserturm ist, ihr könnt ihn halt einfach hinstellen und fertig. Bist du halt einfach Raketenhagel, ey. Das ist saugut. Es war schade, dass das vom Sound her nichts ankommt, ne? Also die Aufschläge passiert, da passiert halt gar nichts. Das finde ich sehr, sehr schade. So, haben wir noch welche? Ja, da haben wir noch einen. Tsching. Wäre Schwachsinn, das nicht zu nutzen, weil da kommt halt schon ordentlich viel rum. So. Wo sind denn die anderen zwei? Die sind auf der Seite. Also einfach geradeaus. Okay. Parken wir noch. Oh, ich habe vergessen, die Battle Stations aufzusetzen. Hätte man natürlich mal schönen Materialien abgreifen können, aber. Ja. Nicht ganz so tragisch jetzt, sag ich mal. Leider dauert das Crafty hier halt zu lang. So, einmal in die Richtung. Ich glaube, ich würde beide mitnehmen, oder? Weil was fressen die an Strom? 11 Megawatt, das ist natürlich gar nicht so wenig. Wobei, nee, weil meine Idle-Kosten sind 1. 11 ist gerade aktuell. Weil dann kann man die auch verteilt so lassen. Gerade um die Dinge, Stromdinger hier zu schützen. Macht ja auch Sinn. Mehr geht nicht. Ja, dann gehen wir halt mit denen weiter. Titan, Eisen. Also Eisen ist ja halt extrem geil. Kupfer ist jetzt nicht so unser Problem. War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war mal so eine Base. Ey, Schweinerei. Ich glaube, das sind Arsch offen. Jetzt kommt die Raketen von da hinten. Oh, guck mal, die sind pissig. Die sind pissig. Na, wollte ich angreifen? So, wieder einer weg. Können wir noch zwei bauen? Jawohl. Also schade, dass man die Raketenschläge nicht hört. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, die Battle Station habe ich da irgendwo vergessen zu stehen. Ja, das kann ich auch nicht aufsetzen. Schade. So, weitere Stromquelle. Fup. Bei dich lasse ich mal hier stehen. Das ist okay. Dich nehme ich mit. Und wenn du die Raketen noch so programmierst, dass sie auch Ziele in der Luft angreifen. Ja, das ist ja auch für interstellare Planetenverteidigung. Ups, zu nah. Gucken. Das schlägt immer rein, ey. Ach, guck mal, ich sammle hier auch jede Menge Zeug ein. Aber ich sammle nur Säule ein, wie es aussieht. So. So.
Ja, Planet ist safe. Gut. Mal den nehme ich mit. Das ist die Frage. Aber es ist halt... Also das ist halt echt arm, dass wir hier nur ein Erzfeld haben. Der Rest ist halt was anderes. So weit geflogen und doch nur... Ich befürchte, dass wir trotzdem nochmal eine Steinverarbeitung machen müssen, um mehr zu kriegen. Vor allem ist der Weg halt auch echt extrem weit für die Raumschiffe, um hierher zu kommen. Raketen. Also wir sollten definitiv aus Prinzip diese Basis mit Raketen versorgen. Ganz, ganz klar. Remote, Demand... Müssen es halt noch einstellen. So, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, Raketen herzuschicken. Eine Base gibt es, glaube ich, noch. Wo kommt denn die jetzt her? War doch gerade eben noch nicht da, oder? Wo ist die denn? Hä? Lol, die haben echt... Haben die wirklich auf meinem Heimatplaneten? Nee. Tochter! Da ist keine Verteidigung, ne? Nee, da ist keine Verteidigung. Oh, Schweine. Okay, dann, gut, das, der hier ist ja eh safe. Solche Schweine. Kommen nicht angeflogen. Die sind woanders gelandet. Oh, ganz schön gut Sprit verbraten. Muss ich gleich wieder was mitnehmen. Können die landen, wenn ein Schild da ist? Nee, ne? Also sobald man ein planetares Schild hat, war's das, oder? Habe ich da Raketentürme? Glaube nein, aber ich habe noch einen hier. Ich habe aber keine Raketen... gut, ich habe die billige Munition, die kann ich noch nutzen. Je nachdem, wie stark die da sind, ich weiß es nicht. Laserturm, Laserturm, Laserturm. Hallo, Laserturm. Boah, ernsthaft. Habe ich den da gelassen? Oh, da gelassen. Ohne Krütze. Hab die billige Munition. Aktiviere Supernova. So, ihr Dreckschweine, ganz ehrlich. Aber wir können das nutzen. Thermal. Das ist, eigentlich ist das echt nicht schlecht, dass die uns das hier machen. Weil wir einfach hier nochmal Thermal abzapfen können. Das ist saugut. Wenn du alles mit Signaltau abgedeckt hast und die Raketentürme auf die Orbit stellst, kannst du ja abschießen, bevor die landen. Also ich würde ja sagen, das ist eine geile Idee, wenn die Signaltürme eine längere Reichweite hätten. So, schön. War 61, weil wir hier jetzt nochmal 15 Megawatt kriegen. Top. So, wie schaut es hier aus? Ich wollte nämlich mal gucken, ob wir hier schon merklich merken, dass wir die Erze bekommen. Wo ist denn die Schmelze? Da hinten. Merkt man hier was? Ah, immerhin ist ein bisschen was angekommen. Ja, doch, man merkt was. Man merkt was. Oder stimmt hier was nicht? Ach nee, man merkt nichts, sondern es kommt noch. Oh Gott. Oh, uns ist halt Arschlarm. Okay.
Die meisten Drohnen kommen, glaube ich, eher von hier, ne? Vielleicht wäre es sinnvoller. Moment mal, was? Welcher Turm ist das? Was? Warum? Hä? Ach, da sind keine Drohnen drin. Ja, aber... Willst du mir sagen, dass in jedem Turm, der anfordert... Ja, okay, ein bisschen beschissen eingestellt hier, ne? Wir haben keine Drohnen dabei, ne? Natürlich nicht. Warum auch? Muss ich trotzdem gucken. Hier. Demand, Demand. Ja, da gibt's hier nichts mehr. Was ist denn das für ein Turm da? Das ist die Schmelze, die aus Stein. Oh mein Gott. Das gibt jetzt. Gibt jetzt erstmal ein Drohnenchaos. Schön. Aber ärgerlich, dass wir hier gerade keine Drohnen haben. Okay, dann dahin fliegen, Drohnen holen, wieder hierher kommen. Munition drüben noch einstellen, ganz wichtig. Und dann mal mit dem Gasriesen kurz mal was abklären hier. Katsching! So, Drohnen. Drohnen. Sind hier. So, warum werden die gerade nicht mehr produziert? Weil wahrscheinlich wieder Eisen aus ist und ich Eisen-Ding hier immer noch nicht dran habe. Okay. Eisen muss da ran. Das ist ja immer noch provisorische Kacke hier. Eisen muss aber eigentlich sogar bis hierher dran. Wobei, das können wir, glaube ich, ignorieren. Wird Zeit, dass der ganze Scheiß wegkommt. Ganz ehrlich. Das muss endlich ein Ende haben hier. Aber solange das halt alles noch hier so kacke aufgebaut ist. Was ist los mit dir? Den Knick magst du nicht. Dann geht doch erstmal nur eins hoch. Mann, geh doch nur eins hoch. Hier. Kannst doch hier zwei hochgehen. So. Und dann musst du doch nur da unten ran. Boah, das sind nicht mal... Aus einfacher halber mache ich es jetzt so. So. Dann wird doch das hier noch versorgt. Auch okay. Ach, habe ich MK3 reingelegt. Auch nicht schlecht. Das hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Was ist das hier? A Landing Relay Station? Wo? Warum sehe ich denn das jetzt nicht? Da. Upp. Da sind sie gelandet, die Schweine. Okay, ich brauche mehr Signaltürme. Definitiv. Was brauchen die Signaltürme noch? Ja, ich kann nicht den ganzen Planeten drumherum basteln mit Signaltürmen, oder? Ich verstehe das noch nicht ganz, weil die Reichweite ist ja einfach nur so. Kann ich das irgendwie noch verbessern? Der braucht das hier. Oh Gott, da tun wir die Tubes. Brauche ich, glaube ich, gar nicht gucken, oder? Nehmen wir mal das hier mit, weil ich das einfach wissen will, wie das aussieht. So. Was mangelt's? Es mangelt uns wahrscheinlich an Kupfer, oder? Ah, ne, an diesen komischen Dingern. Natürlich an den da. Ich glaube nicht, dass wir da welche auf Reserven hier haben, oder?
gehen. Ich weiß gerade gar nicht, wo die hingehen. Hier ist es nicht. Ich glaube, die Dinger brauchen das. Und die blauen, die werden hier hergestellt. Ah ja, guck mal da. So. Vier weitere bauen. Easy. So, Raketen. Wir wollten noch Raketen losschicken. Haben wir hier noch was frei? Nee, ne? Die sind alle schon besetzt. Regierung, die haben wir aber hier schon irgendwo. Da. Ach, kein Beton mehr. Beton. Oh. Da, Gott sei Dank. Hatte schon Sorgen. Ah, noch vier Slots. Vier Stacks. Dann wird's eng. Was brauchen die Dinger? Legierung, komischen Dinger da. Die sind ja auch schon da. Eigentlich brauchen wir nur eine Legierung. Upsa. Oder wir bauen die Scheiße einfach per Logistik. Warte mal. Das Ding brauche ich vier Ressourcen. Das heißt, ich brauche hier schon einen Logistikturm. Hab alles in der Logistik. Dann brauche ich einen zweiten Logistikturm, um quasi mir noch die Legierung anzufordern. Ja, quasi. Das könnte man doch hier bauen, oder? Ja, das ist halt... Das ist so ein echt hässliches Eck, muss ich sagen. Das sind Dreier, ne? Ah, vier sogar. Und das hat vier Slots. Ja, okay, das hat vier Slots. Mir fällt sowas im Ultra schwer zu kopieren. Wir machen es jetzt kurz so. Nee, warte, wir kopieren es nicht da. Habe ich keinen Dreierausgang? Nee. Ich baue es jetzt einfach irgendwie, mir egal. Hauptsache, es kommt nah ran. Mach's jetzt mal so hin. Wir testen es mal aus kurz, ob das so gehen würde. Wenn ich quasi sag. Ja, 1, 2, 3. Ja, passt ja. 1, 2, 3. Dann würde das gehen. Ja, das würde gehen. Und dann hier vier. So. Da reichen, glaube ich, zwei. Ganz ehrlich. Dann können wir nämlich den hier auch nutzen. Zum, was weiß ich, einspeichern oder sowas. Bisschen logistisches Chaos, aber... das da hätte ich gerne. Stahl, das ist Titan, oder? Ja, Titan, Stahl, okay. Prozessoren. Ich kann mir nicht vier Elemente merken. Furchtbar. Ah, die Partikelcontainer haben wir noch gar nicht im Logistik, glaube ich. Ich glaube, das ist das nächste Projekt, was wir aufbauen müssen. Oh, da kommt auch nichts. Schlecht. Ganz schlecht. Spielt eine Rolle, was wo ist? Boah, also gut 20 Sekunden. Es ist völlig egal, außer das letzte. Machen wir dann dahin. Der Rest ist... Man hätte eine 2-2-Anlage machen sollen, keine 3-1, aber macht nichts. Was fehlt noch? Titan. Ist das hier? Dann geht's quasi da raus. So. Bauen wir mal zwei. Was brauchen das?
Das ist eine Dreieranlage. Was ist das? Unipolarmagnet. Aha, okay. Diese Zwischenrezepte sind manchmal echt interessant. Oder diese Ersatzrezepte. So, Assembler, eine Dreieranlage. Okay, wo haben wir Platz für eine Dreieranlage? Ah, wie schaut's hier aus? Das sieht doch gut aus. Nein. Fick dich, böse Erzfeld. Du hast immer noch Erz dran. Haben wir noch irgendwo eine Fläche erschlossen, wo wir weiterbauen können? Hier vielleicht? Auch Erzfelder. Ja, es ist halt eigentlich nur das hier, ne? Aber ich wollte hier eigentlich nicht Items herstellen. Ich wollte hier wirklich Gebäude herstellen, so wie es jetzt gerade passiert. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was braucht denn eigentlich das nächste Gebäude? Das hier braucht... Ach, schaut mal, das braucht eine Interstellar Logistic Station. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wir, glaube ich, von diesen Orbitalkollektoren nicht so viel brauchen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Apropos, das wollte ich mal nachschauen, genau. Was hat der? Fire Ice? Und Hydrogen. Also wir kriegen hier Hydrogen raus. Okay. Aber nicht viel... Es sah das so aus, als wäre es nicht viel gewesen. Hydrogen. Könnten wir schon fast die Anlage Hydrogen noch mehr erzeugt deaktivieren. Sonst haben wir zu viel Hydrogen. Oh, apropos. Gucken wir gleich auch noch nach. Jetzt machen wir folgendermaßen. Wir setzen das da hin. Du baust mir mal das hier. Brauchst da quasi nur das da. Machen einen kleinen Zwischenpuffer hier, falls es reichen sollte vom Platz her, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, passt, sehr gut. Soll ich dir sagen, wie viel du setzen kannst pro Gasriese? Ach, kann man mehr wie einsetzen? Okay, ja gut, dann ist wahrscheinlich was anderes. Ja, hau mal raus. 40 Stück? Pff, ja, okay. Dann will ich die eigentlich nicht von Hand craften wollen. Ja, okay, dann lohnt sich's. Warte mal, das braucht ja nur eins. In 20 Sekunden. Das hier stellt in 20 Sekunden auch eins her. Das heißt, ich habe einen Überschuss. Aber gut, das füllt sich ja im Hintergrund quasi auf. Von dem her müssen wir dann mal gucken, wie wir das bauen. Das geht auf jeden Fall da rein. Und du brauchst jetzt noch das da. Das wäre ja dann auch... Das da. So. Und dann brauchst du noch Titanium-Alloy. Das holen wir uns dann da raus. Wenn wir eh schon einen haben. So. Mein Gott. Jetzt suchen wir uns einen schönen Standort, wo wir den Kram bauen können. Das braucht immer noch zu lange. Ah, kein Platz, da kein Platz, da kein Platz, da kein Platz. Das wird ja hier schon provisorisch gemacht. Hier ist die Forschung, hier sind die Akkus. Oh, hier haben wir eine große Wasserfläche. Na gut, rein theoretisch mal, wenn wir uns mit dem angleichen hier, wäre hier der nächste Platz.